So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel im Europapokal des SC Magdeburg, das Viertelfinale gegen Frisch auf Göppingen. Rückspiel, Endstand 29-27, damit zu wenig Tore für den SC Magdeburg, um ins Halbfinale einzuziehen. Damit herzlichen Glückwunsch an Frisch auf Göppingen zum Einzug ins Final Four nach Nantes zum Pfingstfest. Dann zum Spiel kurz die erfolgreichsten Werfer auf Seiten Göppingens. Lars Kaufmann mit 5 Toren, 6 Tore Marcel Schiller und 5 Tore Adrian Fahl. Auf Seiten des SC Magdeburg am erfolgreichsten Robert Weber mit 10 Treffern, 5 Tore durch Marco Besiak. Soweit diese kurzen statistischen Werte zum Spiel. Wir begrüßen recht herzlich Gästetrainer Magnus Andersen und bitten um sein Statement zu diesem Spiel und zum Weiterkommen im Europapokal. Ja, schönen guten Abend. Das ist nicht oft, dass man sind etwas froh, wenn man haben ein Spiel verloren, aber heute ist so ein Tag. Das war ein richtig schwieriges Spiel von unserer Seite. Ich finde, wir haben manchmal richtig gut gespielt, aber leider haben wir viele hundertprozentige Chancen verschossen, auch in der ersten Halbzeit. Und dann machen wir so einen dummen Fehler, letzte schießt etwas zu früh und Magdeburg nimmt Timeout und 6 Sekunden vom Schluss bekommt er noch ein Tor. Und klar, das hat richtig weh getan. Und haben wir auch gesehen, Anfang zweiter Halbzeit haben wir vielleicht nicht mit diesem richtigen Mut gespielt. Aber trotzdem bin ich richtig stolz, dass die Mannschaft kämpft zurück, das ist 7 Tore einmal da und das war ein ganz komisches Spiel, finde ich. Wann wir haben gut gespielt, haben wir leider kein Tor gemacht und dann kommt etwas Glückliches, so individuelle Situationen da. Lars Kaufmann kommt wieder ins Spiel und macht ein paar schöne Tore, aber es war kein schönes Spiel. Und ja, dann muss ich auch meine Torhüter Primus Post richtig loben. Ihr habt nicht Handball seit Dezember gespielt, nur 2 Mal mit uns trainiert und er kommt rein die letzten 15 Minuten und macht ein richtig gutes Spiel und darum sind wir richtig glücklich und wir haben das geschafft nach Nantes zu kommen im Final Four. So, ich kann nur meine Mannschaft richtig loben, ich bin richtig stolz, wir haben gut gekämpft und ja, jetzt eine Woche Pause her und dann geht es weiter in Flensburg oder 1,5. So, Dankeschön. Dankeschön, Magnus Andersen. Bleiben wir gleich bei der Göppinger Stimmungslage und bitten noch Manuel Späth, der als Spieler mitgekommen ist, um sein Statement zu dieser Partie. Ja, guten Abend auch von mir. Ja, es war das erwartet schwere Spiel hier in Magdeburg. Ich denke, das wusste jeder von uns vorher, was auf uns zukommt mit den Fans im Rücken. Ja, ist SCM hier richtig schwer zu schlagen und ja, wir sind leider nicht so in die Partie gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben, wie es im Hinspiel vielleicht der Fall war. Wir haben ja teilweise zu nervös oder ich weiß nicht, ob es nervös war, auf jeden Fall zu überhastet agiert, viele Fehler gemacht, auch viele Fehlwürfe gehabt im Spiel. Ja, kann ich auch nur von mir selber sprechen, da 2 Mal frei vorm Tor vergeben. Und ja, deswegen haben wir uns da unnötig das Leben selber schwer gemacht, haben aber, denke ich, jederzeit richtig gut gekämpft und das war vielleicht heute das große Plus bei uns. Da bin ich auch richtig stolz auf die Mannschaft, dass wir da uns trotz auch teilweise 7 Tore Rückstand nie hängen haben lassen, haben uns da gut zurückgekämpft und ja, sind einfach nur froh, dass wir den Fluch hier 2-mal im Viertelfinale rauszufliegen besiegt haben und jetzt ja, das Final Four Ticket gebucht haben und da werden wir jetzt weiter dran arbeiten, um uns dort vielleicht dann auch den Titel zu holen. Ja, an der Stelle dann vielleicht noch dem SCM auch viel Erfolg fürs Wochenende, fürs Final Four im DHB-Pokal. Dankeschön, Manuel. Ja, Bennett, das Spiel heute Achterbahn der Gefühle. Wie sieht es momentan in dir aus? Wie hast du es alles gesehen? Guten Abend. Herzlichen Glückwunsch erstmal nach Göppingen zum verdienten Weiterkommen ins Final Four nach Nantes. Dass mein Herz gerade keine Freudensprünge macht, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Wir hatten uns sehr, sehr, sehr viel vorgenommen. Ich glaube, jeder in der Halle konnte heute sehen, dass meine Mannschaft 100% an das Weiterkommen geglaubt hat. Auch wenn wir natürlich diese 6 Tore aus dem Rückspiel eine hohe Bürde mit uns rumgetragen haben, waren wir uns sicher,
das schaffen zu können. Ich glaube, wir hatten auch dann mit 7 Toren Führung mittlerweile das Momentum auf unserer Seite, hatten sogar die Chance auf 8 zu gehen, bekommen das dann nicht konsequent gestaltet. Ja, und so schnell geht das dann im Handball, dass man letztendlich dann nur mit 2 Toren gewinnt. Klar, wir haben zum Schluss noch alles versucht, deswegen sind es vielleicht nur 2, aber 5 oder 6 hätten uns mit dem Ergebnis auch nicht gereicht. Wir hätten halt 7 gebraucht, um weiterzukommen. Die große Aufgabe wird jetzt sein, die Mannschaft in 3 Tagen mental so stark zu bekommen, um mein nächstes großes Ziel zu verfolgen. Und gerade haben wir natürlich mehr hängende Köpfe, mehr traurige Gesichter zugegen, als Leute, die jetzt schon an Hamburg denken. Ich glaube, dass das so sein soll. Ich glaube, wir sollen uns heute wirklich noch ärgern und enttäuscht sein und das Gefühl vielleicht mitnehmen, dass wir es in Hamburg nicht wieder haben. Trotzdem überwiegt im Moment die Enttäuschung. Danke. Dankeschön, Bennett Wiegertz. Der Präsident des SC Magdeburg ist heute mit bei der Pressekonferenz hier, Dirk Roswandowitz. Wie siehst du es aus Vereinssicht? Erstmal schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch an die beiden Sieger hier am Tisch. Ja, der Magnus hat ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen. Wir gewinnen das Spiel. Ich sehe eine sehr gute Magdeburger Mannschaft heute. Dass die Spieler, der Trainer enttäuscht ist, das kann ich verstehen, aber sie müssen es eigentlich gar nicht sein. Das, was wir heute hier auf der Platte gesehen haben, das hat uns, glaube ich, vorher keiner zugetraut. Eine +7 hatten die wenigsten für möglich gehalten. Das hat die Mannschaft geschafft, das hat der Trainer geschafft mit einer taktisch sicherlich super Einstellung. Ich denke, das soll es auch gewesen sein zu diesem Spiel, weil wir tatsächlich nach vorne gucken müssen. Und ich hoffe, die Spieler schaffen das mit der Regeneration. Da ist jetzt die ganze Mannschaft gefragt, da ist der Trainer gefragt. Motiviert sind die Jungs, das kann ich sagen. Die waren vorher motiviert, die haben an sich geglaubt. Und wir haben immerhin 3 Tage Zeit bis Hamburg. Und da werden die Fans genauso die Unterstützung wiederbringen wie heute. Und ich denke, dass es geht bei 0 wieder los. Und wir müssen das Spiel gegen BAC gewinnen. Wir werden das Spiel gegen BAC gewinnen. Wir sind der SC Magdeburg. Und ja, dann kann am Sonntag alles passieren. Ich wünsche euch noch viel Glück im Finale, zuerst mal im Halbfinale, weil wenn wir schon rausfliegen, dann hoffentlich gegen den Cupsieger. Mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr dann wieder, wenn wir das Spiel gegen BRC gewinnen. Und eine gute Heimreise wünsche ich euch. Dankeschön, Dirk. Fragen von den anwesenden Medienvertretern? Wenn möglich, wieder mit unserem Mikrofon. Wir haben hier... Ronny, könntest du bitte mal ein bisschen behilflich sein? Danke. Ja, eine Frage an Herr Wiegert. Ganz zum Schluss vom Spiel gab es 2 relativ entscheidende Situationen. Einmal läuft Gravenhorst im Schnellangriff eigentlich, ich glaube, 2-gegen-1 Situationen kann auf Weber passen und gab es irgendwie ein Missverständnis, ob Sie da aus Ihrer Sicht einfach auch als ehemaliger Spieler beschreiben können, was da in den Köpfen der Spieler vielleicht abgelaufen ist. Und dann nochmal auch relativ am Schluss war, glaube ich, Rojewski, der da vielleicht möglicherweise überhastet einen Abschluss genommen hat. Ob Sie die beiden Situationen nochmal aus Ihrer Sicht beschreiben können? Ja, also ich weiß genau, um welche Situation es geht. Ich glaube, ich muss gar nicht speziell auf die beiden Situationen eingehen. Ich habe das gerade schon unten bei ein paar Kollegen von Ihnen gesagt. Wir betreiben natürlich ein Fehlerspiel. Ja, das ist, sonst würden wir wahrscheinlich 0-0 spielen und es würde nichts passieren. Letztendlich ist die Mannschaft im Vorteil, die weniger Fehler macht. Ja, und da gebe ich Ihnen natürlich recht, um Ihre Frage auch zu beantworten. Zum Schluss machen wir dann ein paar Fehler mehr, um ein positiveres Ergebnis für uns rauszuholen und vielleicht auch dann das Weiterkommen zu sichern. Aber das jetzt an den beiden Fehlern festzumachen, das gehe ich nicht mit. Ob ich da weiß, was in den Köpfen vorgeht? Ja, natürlich weiß ich das. Jungs machen das nicht mit Absicht. Die wollen auch maximal erfolgreich sein. Glauben Sie mir, dass die jetzt sich am meisten drüben unten in der Kabine ärgern werden darüber. Das sind individuelle Fehler, die wir vermeiden wollen und abstellen wollen, aber die uns heute nicht das Weiterkommen gefährdet haben. Wahrscheinlich ist das sogar
nicht dieses Spiel heute gewesen, sondern die letzten 7, 8 Minuten in Göppingen, die uns das positive Erlebnis heute verwehren. Weitere Fragen? Ja, Martin, bitte auch mit Mikrofon einmal bitte durchreichen. Rudi? Martin Kloth, dpa. Mich würde interessieren, wie Sie denn jetzt die Spieler aufrichten können. Ich meine, 3 Tage klingt zwar viel, ist aber nicht viel, wenn man so eine Enttäuschung wie heute hinter sich hat, um dann in Hamburg vielleicht ein besseres Erlebnis zu haben. Und welche Bedeutung hat denn das Spiel gegen den BHC? Also diese Bedeutung des Spiels gegen den Bergischen Handballclub ist jetzt umso bedeutender geworden nach dem Ausscheiden, nach einer Chance auf einen Titel. Wir haben uns daran hochgehangelt, an diesen Großzielen über eine natürlich mittelmäßige Saison, immer zu wissen, okay, wir sind noch in 2 Wettbewerben, wo wir vielleicht das Maximale erreichen können. Darum ist das jetzt ohne Wenn und Aber eine Aufgabe, die Jungs da rauszuholen. Ich habe den Ansatz jetzt eben gerade so gewählt, dass ich gesagt habe, bitte nimm diese Schmerzen mit, nimm dieses Gefühl im Bauch weg, dieses, als ob es einen innerlich zerreißt, nimm das alles mit. Und wollt das bitte am Wochenende nicht nochmal erleben. Dass das heute Körner gekostet hat, ja, dafür haben wir alles investiert. Das war uns vorher bewusst. Wir haben aber auch unsere Periodisierung seit Januar so extrem gewählt, dass das keine Rolle spielt fürs Wochenende. Das muss man deutlich sagen. Die Jungs sind so trainiert, dass wir auch das Wochenende von der Physis her, vom Zustand her so gestalten können, um da ebenfalls erfolgreich zu sein. Die mentale Schiene ist eine andere. Ja. Das war heute der Anfang, wir gehen da morgen weiter und wir werden natürlich, wir können die Uhren nicht zurückdrehen. Ich kann den Zeiger nicht zurückdrehen, ich würde es gerne machen. Ich würde vielleicht gerne nochmal beim 7-Tore-Vorsprung bei uns nochmal ansetzen. Ist nicht möglich. Ich werde analysieren, die Mannschaft nicht. Die Mannschaft soll bitte nach vorne gucken. Und das ist auch das Schöne im Sport. Wenn ich das bei unserem Gesamtverein sehe, beim SC Magdeburg e.V., wenn ein Martin Wierich, ein Diskuswerfer, ein Großereignis verpasst, muss der manchmal 2 oder 4 Jahre auf nächste Olympia warten, um irgendwas zu richten. Wir haben die Chance, in 3 Tagen was Großes zu machen. Also bitte, sehen wir das als Chance und ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Motivationsprobleme geben sollte. Dankeschön. Weitere Anfragen? Ich sehe, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Gucken wir noch auf die Champions League, wo heute Abend auch eine Begegnung stattgefunden hat, wo Flensburg in Kielce mit 1 Tor verloren hat und somit auch aus der Champions League ausgeschieden ist. Also ein bisschen ein düsterer Tag für den deutschen Handball auf dem europäischen Parkett. Soweit das auch noch. Denn noch weitere Fragen? Nicht der Fall, dann wünsche ich uns allen ein angenehmes Wochenende, hoffentlich ein erfolgreiches für den SC Magdeburg in Hamburg. Wie gesagt, alles Gute, Bennett, und euch alles Gute in Nantes beim Europapokal-Final Four. Dankeschön. Wiedersehen.